Oh ja, liebe Leute, willkommen zurück zum nächsten Part von Let's Play Undertale, wo wir zurück sind und immer noch das Schloss begaffen in der weiten Entfernung. Das Schloss, auf das wir im letzten Part am Ende geguckt haben. Wir gehen weiter. Die Sterne oben drüber. Mein Kind, was ist los? Den Schirm zurücklegen? Ja, zurück. Wir legen den Schirm zurück. Jo, dieser Vorsprung ist viel zu steil. Jo, du willst doch einen dünn sehen, richtig? Geh drauf auf meine Schulter. Nein, ich kann doch. Wir müssen ihn hochziehen. Jo, geh einfach weiter. Kümmere dich nicht um mich. Ich finde immer einen Weg. Nein. Na gut, ich kann nicht zurück. Na gut, dann halt nicht. Die Menschen erklärten uns den Krieg aus Furcht vor unserer Macht. Sie haben plötzlich und gnadenlos zugeschlagen. Der ruhige Klang einer Spieluhr in der Ferne erfüllte dich mit Entschlossenheit. Letzten Endes konnte man es kaum einen Krieg nennen. Gemeinsam waren die Menschen zu stark und die Monster zu schwach. Nicht eine Seele wurde absorbiert und zahlreiche Monster wurden zu Staub. Oh. Hallöchen in den. Mal gucken, welcher Weg der richtige. Okay. Scheint ja alles richtig zu sein. Oh Mann. Oh verdammt. Okay, geht ja noch. Hey Karamba. Okay. Sagt immer noch nichts. Es hört sich an, als wäre es von dort gekommen. Oh, du bist heruntergefallen, nicht wahr? Geht es dir gut? Hier, nimm meine Hand. Michi, wie? Das ist ein schöner Name. Mein Name ist. Okay, ich habe eine Vermutung. Ich sag nichts weiter. Müllhaufen, hier sind einige Marken, die du wiedererkennst. Ah.
Nummel. Könnte da nicht was hinten dran sein? Nee. Gut, dann wird das schon nichts sein, glaube ich. Wenn doch, dann war es halt so. Müllhaufen, hier sind einige Macken, die du wiederkennst. Der Wasserfall scheint von der Höhlendecke herabzufließen. Ich verfließen Müllteile hier herunter. Direkt in den endlosen Abgrund. Dieser endlose Zyklus aus wertlosem Müll erfüllt dich mit Entschlossenheit. Naja. Was daran so geil ist an Müll. Müllhaufen, hier sind einige Marken, die du wiedererkennst. Ein Fahrrad. Du legst deine Hand auf das rostige Fahrrad. Zu deiner Hupe kommt ein schwaches Hubsignal. Nur Müll. Ein kaputter Desktop-Rechner. Das Innere ist leer. Schon wieder nur Müll? Es ist eine Kühltruhe. Das ist kein Markenprodukt und wurde kaum genutzt. Im Inneren befinden sich ein paar gefrorene Riegel mit Astronautenfutter. Einen Riegel nehmen? Wir tragen zu viel mit uns. Ja, gut. Das ist eine DVD-Hülle zu einem Anime. Zitternde Spuren von Clownsen an den Ecken. Ein Schrotthaufen. Hier haben wir die Puppe. Sieht aus wie eine gewöhnliche Attrappe zum Trainieren. Willst du zuschlagen? Nein. Statt euch für einen kurzen Anblick in die Augen. Zuschlagen. What the fuck? Hahaha, du bist wohl zu verschüchtert, um gegen mich zu kämpfen, was? Ich bin ein Geist, der in deiner Truppe lebt. Mein Cousin lebte auch in deiner Truppe. Piss. Du Grundgültiger, du warst wirklich langweilig. Er wurde genervt und floh wie jeder Geist mit etwas Selbstrespekt. Na gut, na gut, na gut. Langweilige Leute sind wie Krümel, die im Gesicht des der Welt kriegen. Mensch, ich werde dich mit dem dreckigen Taschentuch der Rache ausradieren. Böser Tappe blockiert den Weg. Dein Geist ist, werden physische Angriffe scheitern. Narren, Narren, Narren! Was geht ja noch? Oh! Außer plötzlich von unten um. Oh, ihr Idioten! Passt auf, wohin ihr mit eurer Magie zielt! Ah, hey, du! Vergiss, dass ich etwas über Magie sagte! Hey, wir könnten auch reden. Es scheint nichts für Perdohan übrig zu haben. Ich besiege dich und nimm deine Seele. Wir müssen aufpassen, ich will ihn ja nicht zerstören an sich. Okay, sie hat nichts übrig. Wenn er keine Seele. Okay. Ich werde das Fenster eines tollen Geschäftes ziehen. Okay. Scheint hier wohl ein bisschen Probleme zu haben. Ah, böser Tappe hüpft. Dann wird alles, was ich möchte, mir gehören. Was? Ja, ich denke, das rächt mein Cousin. Was? Böse Treppe verliert Baumwolle über die gesamte Textbox. Hey, wir können doch noch reden, Mann. Wie war einmal noch sein Name? Oh, das war Spezialangriff, super. Egal, egal, egal. Schwach, 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 schwach. Schwach, schwach, schwach. Hm.
Reden nochmal mit der Treppe geht nicht. Was ist das? Wie können wir die überreden, die Treppe? Erbärmlich! Wahrscheinlich müssen wir weiter verschonen, bis es irgendwann klappt. Okay. Müssen wir es mit eigenen Mitteln besiegen, oder was? Nein, wir dürfen das nicht. Oder? Narren. Das muss weg von dem Typen. Oder? Oh Gott! Hey Leute! Dummies! Erinnert ihr euch, als ich sagte, nicht auf mich zu schießen? Also, Fehler, ihr seid gefeuert, ihr werdet alle ersetzt. Jetzt wirst du meine wahre Macht spüren. Ich setze auf Leute, die kein Müll sind. Mechanische Geräusche erfüllen den Raum. Dann. Wir müssen etwas sein, Nice-Creme. Sieht schick aus, du bist komplett geheilt. Dummy-Bots, Magie-Raketen. Mibots, neuer Versuch. Das wäre gut, das führt einen Skatanz ohne Arme auf. Okay, mit der Treppe funktioniert immer noch nicht. Mibots, seid ihr dumm? Ja, wenn du sie vor allen Dingen noch dumm nennst. Ja, eigentlich sowieso. Ja gut, jetzt müssen wir ja alle aus Versehen angreifen, super. Was haben wir da für Möglichkeiten? Reden jetzt mit der Treppe, wo es. Nein, auch nicht. Dummy-Bots, letzter Angriff. Hui. Wow. Unmöglich. Die sind sogar schlechter als die vorherigen Leute. Wen kümmert es? Ich brauche keine Freunde. Ich habe Messer. Lass das mit dem Messer, Alter. Ich habe keine Messer. Das ist egal. Du kannst mich nicht verletzen und ich dich nicht. Du wirst hier festsitzen. Für immer. Für immer. Für immer. Nein. Was zur Hölle ist das? Säurering? Ach, vergiss es. Ich bin hier weg. Hühnchen. Entschuldige, ich habe dich gestört, oder nicht? Als ich kam, ist dein Freund sofort verschwunden. Oh nein, es schien, als hättet ihr Spaß gehabt. Nein, ich wollte nur Hallo sagen. Oh nein. Naja, ich werde jetzt nach Hause gehen. Oh, komm doch mal vorbei, wenn du möchtest. Aber mach dir keinen Stress. Ich verstehe, wenn du beschäftigt bist. Ist schon in Ordnung. Keine Sorge. Ich dachte nur, ich biete dir das an. Hey, mein Haus hier ist hier oben. Wenn du es sehen willst. Oder eben nicht. Gehen wir mal hin. Du vernimmst eine beruhigende Stille. Du bist von Entschlossenheit erfüllt. Stilles Gebiet. Norden, Blue Floor. Osten, Hotland. Temmidorf ist irgendwo. Oh, du bist echt gekommen? Entschuldige, ich habe nicht damit gerechnet.
Ich gebe es nicht viel, aber mach es dir ruhig bequem. Die CD trägt den Titel Spook Tunes. Oh, klassisch spukig. Solche Songs gibt es nicht mehr. Spookwave. Verfliegst die Stimmung. Mein ganzer Körper gruselt sich. Die CD trägt den Titel Holiday Musik. Oh, dieser. Sobald du den Text kennst, kann man einfach mitsingen. Es ist ein Spinnennetz. Ein Flyer für einen Kuchenverkauf liegt bei. Ich würde gerne den Kuchen holen. Ich würde gerne kaufen. Der Internetbrowser ist offen und zeigt ein Musikforum an. Der Internetbrowser ist offen und zeigt... genau. Oh. Das ist mein Fernseher. Es gibt eine Sendung, die ich ganz gerne sehe. Manchmal. Oh, hast du Hunger? Ich kann dir etwas zu essen machen. Es ist ein Geister-Sandwich. Willst du es probieren? Warum nicht? Du versuchst in das Geister-Sandwich zu beißen. Es gleitet einfach durch. Oh, vergiss es. Passt schon. Nach gutem Essen lege ich mich am liebsten auf den Boden und fühle mich wie Müll. Das ist eine alte Familientradition. Möchtest du mitmachen? Machen wir mal mit. Okay, folge mir kurz. Ah. Los geht's. Solange du dich nicht bewegst, bleibst du liegen. Also, bewege dich nur, wenn du aufstehen möchtest. Mann, diese Musik. Oh, Meditation. Ich glaube, wir stehen jetzt einfach mal auf. Nun, das war doch nett. Vielen Dank. Ich arbeite weiterhin an einer Mix-CD. Fliegst die Stimmung, mein ganzer Körper gruselt sich. Im Kühlschrank schauen? Und nicht? Er ist leer. Spook Tunes. Da geht auch nichts, okay. Was haben wir denn hier drüben? Abgeschlossen. Oh, klassisch spukisch. Du bist also mit einem Geist befreundet. Bist du nicht ein wenig gruselig? Ich dachte, du magst kuschelige, warme Freunde. Wie Skelette. Ne, warum denn? Braucht man doch nicht. Also, man braucht sie schon, aber nicht nur. Escargot! Ah, Hallöchen, Geist.
Aber das trifft uns jetzt im nächsten Part. Dann sage ich doch mal vielen Dank, dass ihr in diesem Part wieder mit dabei wart bei Let's Play Undertale. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Vielen Dank.